Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Dukalele, hier im Weltraum. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, heute werden wir hier die Welt erweitern. Bevor wir das aber machen, möchte ich einmal gucken, was hier hinten war, weil ich das ja noch nicht gemacht hatte. Hier gibt es bestimmt auch noch ein Pagey, bevor wir hier weitermachen. Oh, der dreht sich. Da kann ich aber doch theoretisch auch so drauf. Ich habe ja die Möglichkeit, hier zu fliegen. Und damit sollte mir das ganz gut möglich sein. Aber dann lieber die sichere Variante. Auch der hier dreht sich. Oh, wow. Das ging schnell. Und auch hier. Auch der dreht sich. Oder muss ich da reinspringen? Da bin ich mir unsicher. Nein, muss ich nicht. Und direkt weiter. Was muss ich denn da machen? Bestimmt ein bisschen laufen. Genau. Ein bisschen auf dem Rad laufen und direkt weiter. Was haben wir denn hier? Sieht interessant aus, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, cool. Prima, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Und hier ist schon wieder der Ausgang. Aber ich möchte mal kurz, um alles auszuschließen, nach ganz oben gehen. Und, hui, das war, da bin ich fast weggerutscht. So. Soweit wäre alles erledigt. Oh nein. Grundgütiger. Nein, lass mich raus aus diesen intergalaktischen Gewässern. Okay, gut, dann einmal zurück zu den Highway Towers und einmal aufrüsten. Oder upgraden oder vergrößern oder was man auch so sagen kann. Sammelpages, um in Capital BS Konzernzentrale voranzukommen. Sammle Federn, um Tausers Tricks für Fortgeschrittene zu kaufen. Hier sind wir zurück. Können wir uns das Upgrade leisten? Oh, wow. Ganz genau können wir uns das leisten. Es wäre noch ganz gut gewesen, wenn es eine Liste gäbe, wie viele Pages man auf der Welt sammeln kann. Ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht. Gehen wir rein. So. Errungenschaft freigeschaltet. Fulminat. Interessant. So, mal kurz hier. Wunderbar. Bewegt das Mikrofon in eine bessere Position. Und ein bisschen runter vielleicht. So. Dr. Putz hält in jeder Buchwelt eine Transformation bereit. Galeonengalaxie. Das Schlachtfeld wird größer, was? Passt da draußen auf euch auf, Kids. Und kommt zu mir, wenn ihr Lust auf eine neue Mission habt. Wow. Okay, das ist einiges. Okay. Dann auf geht's. Keine Zeit verlieren. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Nee, das war falsch. Das war richtig. Okay. Ah, stimmt, ich habe ja auch diesen Teleporter freigeschaltet. Gucken wir uns mal das neue Tonikum an. Einmal landen, bitte. Okay. Tonik 1. Okay. Geladen wahrscheinlich. Okay, gut. Wo gehen wir denn als erstes hin? Wir könnten mal nach oben gehen, da wurde ja auch angezeigt. Au. Dann gehen wir doch einfach mal hier lang. Das hier ist der erste Anhaltspunkt. Und einmal rausschlagen. Okay, auch ein Teleporter. Wieso sind hier so viele Teleporter? Oh.
Wie habe ich denn... Oh Gott. Oh, oh. Keine Rücksicht auf niemanden. Ach genau, das war ja so. Besiegen wir den... Oh, verdammt. Besiegen wir den doch mal. Tschüss. Oh. Ich dachte, der fällt jetzt runter. Oha. Der hat uns ganz böse erwischt. Oha. Ganz schön böse bist du. Jetzt sammle ich. Okay. Wie geht's denn hier weiter? Jetzt alles voller Teleporter. Okay. Tschüss. Ah, Federn. So. Das nehme ich gerne zu mir. Und dann gucken wir uns doch mal an, was wir hier so finden. Oh, da muss ich hin. Okay. Hier komme ich doch theoretisch auch noch hoch. Oh ja. Und auch diese Feder gehört uns. Oh. Ja, das ist ja cool. Haben die auch noch bedacht, dass das Rad sich drehen sollte. Dann einmal schön anschieben hier. Ach ja, genau. Ich kann ja einfach hochfliegen. Oh, und gelandet. Schön. Land in Sicht. Oh. Dann gehen wir noch mal hier rein. Wen haben wir denn hier? Kapitänskajüte. Ah, wer ist da? Die Regeln sind eindeutig. Man muss sich vorstellen, wenn man die Kapitänskajüte betritt. Warum machst du nicht einfach das Licht an? Das Licht? Beim Klabautermann? Wisse, dass der Kapitän irrationale Angst vor Schatten hat. Jetzt stell dich endlich vor, lausiger Eindringling. Ich bin dein zweiter Mat Billy. Ja, Billy. Ich hab dich gar nicht erkannt mit dieser seltsamen Echsenstimme. Du bist ein wenig früh dran, Billy. Die Kapitänsmassage ist erst in einer Stunde. Bis dahin, geh mir aus den Augen. Okay, wir müssen uns also wahrscheinlich... Oder müssen wir uns umwandeln lassen? Ich weiß ja nicht. Ah, wir müssen Licht anmachen. Meinst du, das nehme ich so? Ah, Feder. Oh, das wollte ich gar nicht so nehmen. So, das muss ich, genau, auch so nehmen. So, und jetzt... Yeah, Angriff! Weiter Angriff! Okay, was ist denn jetzt besser an Licht? Und da hinten geht's noch weiter. Aber kein Geheimgang. So, dann, oh, noch ein Fehler. Oh, oh. Hier oben ist Licht, aber... Hier muss Licht hin. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das Grüne nehmen muss, damit ich quasi diese Optik habe. Oder? Ich weiß es ja nicht. Aha. Ah. Das ist der größte Schatten, den ich je gesehen habe. Schnell, Billy. Halte hiermit das Licht draußen. Schön, schön. Wieso ist er eigentlich so rumgedreht? Wieso guckst du mich nicht an? Okay, gehen wir doch mal raus hier. Nur wegen dem Schatten dreht er uns den Rücken zu. Okay. Wo geht's denn hier jetzt weiter? Gucken wir uns doch mal diese Insel hier an. Sehr gemütlich. Oh, wow. UFOs, oh Gott, Aliens. Einfach mal ein Secret gefunden. Oh, das schaffe ich nicht. Nein, ich kann auch nicht hochfliegen. Ich sollte das öfter benutzen.
Dann mache ich das doch jetzt. Oh nein, ah. Moment, das war nicht gut. Oder muss ich mit dir reden? Ja, ich muss mit dir reden. Beschreibung wird geladen. 75%. Okay. Was müssen wir denn dann jetzt machen? So. Also da kann ich anscheinend noch nichts anrichten. Also gehen wir doch einfach mal weiter. Oh. Das wird nicht reichen. Aber das. Hey. 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 Okay. Ja, hier, das sieht gut aus. Das hier muss ich bestimmt... Ja, das muss ich auch kaputt machen. Da ist nämlich auch was drin. Also brauche ich einmal... Nein, lass mich in Ruhe. Wo gehe ich denn da am besten hin? Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier oben... Oh. Dass ich hier oben vielleicht... was finde, was mir weiterhilft. Oh! Na, toll. Aber ich glaube, dafür muss ich sehr, sehr schnell sein. Ah, und zwar so. Oh, wow. Ja, durch. Ach, oh, das war knapp. Nein, was soll das? Okay. Also, hier ist nichts weiter. Der hat den anscheinend einfach nur angezeigt, den Turm. Ohne irgendwas weiter damit zu meinen. So, schnell weg, bevor der uns hier noch kriegt. Und hier raus. Wunderbar. Oh nein. Ah, okay. Gut. Dann Abfahrt. Ich bin voll im falschen Zeitpunkt. Yay. Nein. Ah, verdammt. Das geht nicht gut aus hier. Gehen wir doch einfach mal nochmal da hinten rüber. So. Eine Schmetterlinge hier. Da. Ja, damit. Ja, damit. So. Okay, hier muss ich gucken, wie ich das mache. Vielleicht ist aber auch die Lösung hier voraus. Oh, eine Toilette greift mich an. Und noch ein Leben. Oh, wow. Gehen wir mal mit dir. Quack. Grüße. Willkommen bei der galaktischen Kraftprobe. Dem ultimativen Test für angehende Rekruten. Rekruten? Quack. Aber natürlich, wenn du stark genug bist und den Ball nicht ganz oben nach ganz oben bekommst, dann erhältst du das goldene Artefakt und wirst offiziell eine vollbewaffnete Blamphibie. Für gewöhnlich nehmen wir keine Außerirdischen, aber dein Grünton scheint zu passen. Was meint ihr, Rekruten? Wir probieren's mal aus. Besonders wenn es sich um goldene Artefakte handelt, dreht. Quack, das ist eine richtige Einstellung. Rekruten. Stellt eure Kraft auf die Probe, indem ihr so hart ihr könnt auf diese Plattform schlagt. Zeigt, was ihr könnt. Oh, dafür werde ich noch ein bisschen mehr Leben brauchen. Wahrscheinlich. Oh. Okay. Und Turm springen. Nicht schlecht. Quack, fast hättet ihr es geschafft, Rekruten. Versucht es nochmal. Ja, diesmal richtig. Wo ist denn der? Ich hab keinen Schatten. Da stimmt was nicht. Da stimmt etwas nicht. Ich kann mir vorstellen. Auch keine Feder. Keine Feder. Versuchen wir es einfach mal. Oh, wow. Das geht nicht gut aus. Lassen wir das erstmal. Okay. Ob hier ein Schatz liegt, wer weiß.
Und auch die gehört mir. Interessant, interessant. Kanonenkugeln. Um mich irgendwie fest zu halten. Ah ja, macht Sinn. Oh, ja. Quack. Ach du feurige Blamphibie. Wie habt ihr das denn geschafft? Großartige Leistung, Rekruten. Ihr habt euch alles als vollwertige Kampfmaschinen mehr als qualifiziert erwiesen. Quark, die Feinde der Blamphibien werden sich angesichts unserer neuen grün-lila Kampfmaschine sicher in die Hose machen. Nehmt euer goldenes Artefakt und dann ab in den Krieg mit euch, Rekruten. Keine weitere Funktion. Kann man das eigentlich nochmal machen? Nö. Okay. Okay, da wäre auch das mit gelöst. Nur noch ein Leben, das muss ich auf jeden Fall wieder aufbessern. Und auch dieses gehört uns. Wo geht's denn hier weiter? Und wo geht's denn hier weiter? Auf jeden Fall ist das ein Teleporter. Den hätte ich auch nehmen können. Black Hole in One, okay. Ja. Ich glaube, hier ist bestimmt sowas wie ein Endboss drin oder so. Also werde ich den definitiv nicht schlagen können. Wenn dies denn zutrifft, schwarzes eingelocht, okay. Boah, das ist ja gemütlich hier. Fällt mir. Kleine Gegenständchen, was haben wir denn da? Interessant. Okay, da muss ich noch was machen. Das ist auch ein Tille. Okay. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, ob das geht. Aber egal, jetzt habe ich wieder volle Leben und ich bin noch hier drin. Ja, cool. Dann sprechen wir doch mal mit ihm hier. Quark, willkommen, werte Herren. Genau genommen, Dame und Herr. Quark, ah ja, Entschuldigung. Diese Nase ist nicht die attraktivste, die ich je gesehen habe. Hat das Paar vielleicht Lust auf Weltraumgolf? Deswegen großartige Preise. Weltraumgolf? Ich spiele gleich Kröte im Loch, wenn du Pech hast. Quark. So, so. Ich erkläre nun die Regeln von Weltraumgolf. Regel Nummer 1. Der Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen den Move Reptilienramme. Regel 02. Befördere den Ball ins Loch, bevor die Zeit abläuft. Regel Nummer 03. Angemessene Kleidung muss durchgehend getragen werden. Bei Zuwiderhandlung sehen wir uns gezwungen, das Sicherheitsteam gegen ungehobelte Personen einzusetzen. Okay, ich habe Lust auf Weltraumgolf. Aber so, muss ich einfach mal. Gefällt mir. Hier einmal die Enge nehmen. Dann in der Mitte durch. Dann einmal rechts rum. Und wo haben wir denn das Loch? Oh, oh, wo ist das Loch? Wahrscheinlich hier. Und dann muss ich hier noch was machen. Und die Tore sind eröffnet. Oh, oh. Schnell weiter. Den einen haben wir nicht geweckt und da ist die berühmte Mühle. Ob wir das hier im ersten Versuch schaffen? Ah, okay, interessant. Einmal bitte da rein. So, okay. Gefällt mir, das ist eine längere Strecke. Und da ist auch schon das Loch. Und einfach hier drüber. Und geschafft. Quark, wir haben da wohl einen Gewinner. Kommt und holt euch auf dem Weg nach draußen euren Gewinn ab. Das machen wir selbstverständlich. Aber erstmal räumen wir die Strecke von ungehobelten Gästen. Das ist der Weg nach draußen, okay? Dafür ist... Ja. Genau.
Und wie es mir scheint. Moment. Muss ich mir nochmal ansehen. Okay, nichts weiter hier. Okay, wie es scheint, sind da Federn drin, oder? Sind da in dieser Röhre Federn drin? Gucken wir doch mal. Das ist der erste Teleporter, den wir verwenden. Jetzt. Okay, doch nicht. Sah nur ganz kurz so aus. Ja, damit. Reden wir nochmal mit dir. Achso. Also, kein weiterer Preis, dann gehen wir mal. Aber, was ist denn hier oben eigentlich? Ah, wow. Ob hier ein kleines Secret ist? Sieht interessant aus. Boah, das ist ja fies. Oh Mann, das ist ja richtig fies. Lass mich in Ruhe. Abflug. Also, nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es da eine andere, wie soll ich sagen, Möglichkeit gibt, den Geist mitzunehmen. Wenn mir das an der Stelle wirklich Sinn machen würde. Oh. Ah, das war ja nochmal gut gelandet. Und nach draußen. Wir haben es geschafft. Und ich sehe gerade, wir sind am Ende einer Folge nach dieser Runde Golf. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Nächsten Sonntag geht es dann weiter. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Und, wo wir noch Pages finden werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ich glaube, ich werde diesen Teleporter einfach mal benutzen. Dann bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.